Wow. Das war ein umwerfendes Bild. Auf Dach abgeschlossen, kurze Wegkehrungsprüfung. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu. Okay, Defindo. Bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Okay, Ballons, Box, nie platzen, das wird doch nicht so schwer sein. Okay, Donnerbrühe und Unsichtbarkeitstrank, da müssen wir schon wieder Tränke besorgen. Keine Hauptaufträge verfügbar. Das heißt, dass wir hier erstmal mit denen hier weitermachen. Inkarium-Artefakt. Nur 63 Münzen, ja. Wir müssen unterwegs noch Sachen sammeln. Der weiße Armband, was wird gut sein? Ja, nur kurz ziehe ich aber lieber den hier wieder an. Zu zerschneiden kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Nein, Nahkampfumhang. Ich sollte Sirona in den drei Besen nach dem Kobold. Vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Unterricht schon hier gewesen. Um Objekte auf den Boden zu ziehen. Und der Hausmeister. Okay, wir machen. Als erstes machen wir Tierwesen. Und durch den Tierwesen danach können wir hier. Jetzt geht der Schulalltag wieder los. Tierwesenunterricht und dann Hausaufgaben. So schaut's aus. Personen sprechen. Ich muss mal einen Snack nehmen. Schau mal, ich war um, ob ich hier. Schlafgemächern wahrscheinlich nicht. Ich suche nach einer bestimmten Person. Wo ich mich wundere, dass wir die bisher noch nicht kennengelernt haben. Die ich hier auf dem Gelände schon gesehen habe. Okay.
rennen, schnappt mich ganz keiner. Ach Mensch, Pieves. Das ist doch die Büffel da. Schlammruhe. Was sollte denn das? Das ist gar keine Büffel mehr, Schülerin. Der sah nur so aus. Gibt's hier Neues? Können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Snacks mitnehmen. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ganz genau. So viel wie wir hier wieder rein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, damit vorzukommen. Ich würde aber gern mal. Nochmal in die große Halle. Da habe ich nämlich noch gar nicht markiert. Und da habe ich noch gar keinen Flugpulver geguckt. Da waren wir seit. Ich glaube, ja. Ich meine, ja, da waren wir seit dem. Seit der Einführungszeremonie waren wir noch gar nicht in der großen Halle. Wir sind gerade genau auf dem falschen Weg. Okay, über den Innenhof sollte es in die große Halle gehen. Okay. Komm, trinken. Und da durch die Wand gebackt. Okay. Stummgläser. Die sind meine großen Halle. Was haben Sie jetzt vor? Ach, fantastisch. Ich wünschte, wir könnten uns hier einfach mal hinsetzen in dem Spiel. Mit dem Haffeltisch mal ein bisschen Mittagessen. Was gibt's hier zu sehen?
hinter der großen Halle. Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff. Revelio. Hier ist eine Kiste. Ausrüstungsplätze sind voll. Fantastisch. Haben wir nicht weggegeben? Das kann ich auch wegschmeißen. Wollte ich eigentlich verkaufen, aber was so ist. Dafür bin ich nochmal einen Weg geworfen. Gut, dann würde ich mal sagen, in der großen Halle. Ich werde mich aufs Screen setzen und essen. Hier in der großen Halle machen wir Schluss für heute. Einfach mal dieses Bild genießen in der großen Halle am Hufflepuff-Tisch. Ja, es ist so großartig. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt erst hingucken soll. Ja, da sind wir zurück in der großen Halle. Und das am Ende des letzten Streams endlich mal entdeckt. Wo geht's hier eigentlich lang? Okay. Ich will mich hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Schleiche mich mal an den Lehrertisch. Den Schulleitertisch. Revelio. Nix. Hier müssen wir Alohomora lernen, um das knacken zu können. Ah, hier. Das habe ich gesucht. Redenpult. An diesem verzauberten Rednerpult halten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Finde ich gut, dass der extra genannt wird. Die großartigen Schulleiter und Professor Black. Da gibt es eine Rätseltür. Und ich nur diese Rätsel verstehen würde. Da gab es mal eine Hinweiskarte drauf, wo wir herausfinden konnten, wie
wo die Kodierung war. Und das hier irgendwo noch. Ah, hier haben wir es. Ne, Medusa ist 9 oder was auch immer das für eine Figur ist. Okay, wenn Medusa 9 ist, oder was für ein Schlangenviech das ist, ich sag jetzt mal Medusa. Okay, 7, 24. Jetzt lösen wir es vielleicht mal hier in der großen Halle. Ob wir es auch woanders lösen können, weiß ich nicht. Also eigentlich müssen wir wissen, was die fehlende Zahl ist. Also 24 minus 7 minus 9 müsste die Zahl ergeben und das müsste 8 sein. Und 8 hat ja auch eine Bedeutung. Acht ist eine Spinne oder eine Akromantula. Die Frage ist nur, als Fahrzeichen. Das Fahrzeichen ist eher so eine Spinne, Akromantula. Also. Okay, der Demigeist, eine 11. Das kann ja nicht mehr viel sein. Inventar. Der Demigeist ist 0, okay. Also 14 minus 11 minus 0, müssen wir nicht rechnen, ist 3. Das heißt, wenn wir hier mal nachgucken. Ist eine dreiköpfige Schlange. Das heißt, Fahrzeichen ist ein dreiköpfige Schlange. So, das müsste der richtige Code sein. Dieser öffne dich. Cool. Oh, mittelgroßer Tisch. Und Handschuhe. Jetzt ist immer ein bisschen Loot hinter den Türen. Das für den Raum der Wünsche und etwas für die Kindermotte. Naja. Dann mag ich die schon lieber. Das Aufträge haben wir jetzt. Und das stimmt, Tierwesen. Der Mond besitzt ein Hausmeister. In dem er kein Werwolf ist. Aber er kann es alle Humora machen, ja. Die böse. Todshelm. Sirona in den drei Besen. Oh, hallo, Salty Elfboy. Willkommen im Streamchat. Wir spielen Hogwarts Legacy. Ja, Tierwesen machen wir jetzt erstmal. Das ist noch nicht sehr viel. Ich glaube bei Hufflepuff. Bei Ravenclaw ist hier noch gar nichts. Ja, Slytherin, Ravenclaw und
Also wir Slytherin brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, Draven doch auch nicht. Ich glaube 4. Ist Gryffindor mal mehr oder Hufflepuff? Ich würde sagen, Hufflepuff hat das meiste. Die meisten Punkte bis jetzt. Dank mir. Natürlich. Ja. Hallo. Lass mich den Namen nicht falsch sagen. Juno? Ich bin mit Namen nicht so gut. So, auf zu Tierwesen. Na, wie weit bist du schon in Fantastisch... Quatsch, ja, Fantastisch Tierwesen. Genau. Wie weit bist du schon in Hogwarts Legacy? Ich habe gelesen, dass du das auch gespielt Hallo. Hast. Wie schön, Sie zu sehen. Nur, wie spoilert dich jetzt nicht mit Sachen? Ich meine... Wir machen jetzt nur Unterricht, die relevanten Sachen. Zweite Prüfung jedenfalls. Oh, dann spoiler du mich nicht. Ich habe die erste gerade geschafft, die erste Prüfung. Spoiler mich nicht auf die zweite. Wehe dir. Ja, dann kannst du hier in Ruhe gucken. Dann tue ich dir nichts spoilern. Hast du ordentlich gesuchtet. Oder hast du die Hauptquests einfach durchgemacht oder hast die Nebenquests alle liegen lassen? Ich würde einfach in Hogsmeade bleiben. Hogsmeade ist das ganze Jahr über schön. Hogsmeade ist im Winter vor allem sehr toll. Und wir haben es schon gesehen, dass es hier 65% erkundet alle NQs bislang gemacht. Okay, interessant. Nebenquests. Ich lasse die Nebenquests aber leider ein bisschen. Kann es niemand sagen. Ich lasse die ein bisschen außen vor. Was mir manchmal ein bisschen leid tut, aber. Also hier habe ich noch eine ganze Liste an Nebenquests, die wir auch irgendwann mal machen können. Da gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich Folge in Schmetterling, wo ich mir sage, ja, können wir mal machen, wenn es langweilig ist, aber. Bin dann meistens doch. Ich mache die überhaupt Hauptquests. Wenn mal zwischendurch irgendwo mal eine Quest reinpasst, dann mache das bestimmt auch mal, aber geht das nur ein, zwei. Akio-Duell. Dann machen wir das doch jetzt gerade, wenn wir hier sind. Das ist eine Sidequest. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Ja, ja. Also. Da ist gerade jemand vom Besen gefallen. Im Hintergrund. Bin dabei. Legen wir los. Super! Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Nicht zu doof. Akio. Wie war das nochmal? Habt ihr Akio jetzt? Ein Kinderspiel. Hat das überhaupt aktiviert? 4, ja, auf der 4 ist es. Oh. Das ist blöd. Ja, die sind flippig. Aus dem Handgelenk. Ja, ich werde schauen, also wenn es halt irgendwie Sinn macht, wie das hier gerade. Oh nein. Es gibt Schlimmeres. Wenn es auf dem Weg liegt, wenn es Sinn macht und ich nicht gerade was Dringendes anderes machen will, dann ja.
dann machen wir auch mal eine Nebenquest. Das ist in der Bibliothek. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Das haben wir angefangen. Nicht die Bücher seiten nicht zusammen. Hab ich die Bücher gewonnen? Zusammen. Oh ja. Ich fordere eine Revanche. Sofort. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Auf jeden Fall. Ich bin für noch eine Runde. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Revanche. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Na, wir werden sehen. Ah, ist gut. Übertrifft das mal. Ich glaube, hier ist am safesten. Die Kugel hierher. Hm? Wir betroffen nicht, aber auch 30. Die Runde lasse ich dir. Akio. Was heißt, die Runde lasse ich dir? Ein Kinderspiel. Wir sind Gleichstand. Na komm, roll hier durch in die 50. Nice. Das war ja unglaublich. Ach so, dein Router zieht bei 50? Das ist ja nicht wahr. Der ist ja noch auf der 30 drauf. Okay, wir machen das am dümmsten. Okay, ich werde ihn mal schräg hier rüberziehen. Vielleicht haben wir eine Chance, den hier reinzubuttern. Oh nein. Das ist so schlecht. Du bist mir einfach nicht gewachsen. Alle guten Dinge sind drei. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Aber die letzte. Ich bin für noch eine Runde. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Ja, Multiplayer wäre hier einiges interessant. Akio-Duell. Keine Runde. Das Spiel ist als Multiplayer wäre großartig. Akio. Eigentlich als MMO. Das wäre blöd, das wäre scheiße. Das wäre ein dummes Spiel. Aber so zu zweit im Koop-Modus. Wenn du da schon einen netten Freund hast, den du mitnehmen kannst, der mit dir rumlaufen kann, das hätte was. Nein, 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 bleib, 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 bleib. Das war ja unglaublich. Ach nö. Oh, das zählt als 50. Großartig. Das runtergekippt. Und zieht als 50. Da kann mir den keiner mehr wegrollen. Was? Das sieht doch als 0. Oh Mann. Es ist doch nicht wahr. Das ging ein bisschen daneben. Akio. Aus dem Handgelenk. So. Jetzt box sein noch weiter rein. Oh Mann. Ah, Glückstreffer. Ja, sieht so aus. Ja, komm. Lass gut sein. Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch lass eine Runde. Lass doch was anderes sagen. Ich bin für noch eine Runde. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Was? Nein, ich will nicht. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Können wir aufgeben? Das habe ich doch. Ich habe doch Nein geklickt. Ich kann doch. Okay. Dann klicken wir nie wieder raus. Übertrifft das mal. Okay, ich fange mit dem in der Mitte an. Versucht ihn hier näher zu ziehen. Nein, bleib hier auch. Oh, verdammt. Dieses Gummidinger.
Das ist doch nicht zu fassen. Einfach unglaublich. Der schafft das alles. Ein Kinderspiel. Na komm. Wie ist es denn hier? Bleib. Das war ja unglaublich. Akio. Aber ja. Seid besser als ich. Blöder Stab. Okay, 70 zu 90, da muss ich jetzt. Er hat doch schon alle. Das heißt, ich muss jetzt nur noch. Ich muss noch mindestens 20 schaffen. Na komm, das ist doch machbar. Na komm, bleib. Wow, nice. Beim vierten nicht Versuch. Schlecht. Nicht schlecht. Gut, du hast mich besiegt. Haus hoch gewonnen. Na gut, wir sind halt vier. Nee. Du hattest nur Glück. Das war kein Glück. Ich bin doch einfach war's. Besser. Also schön, du hast recht. Du bist besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7-mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Bin ich auch nicht. Du bist nicht dafür geschaffen. Kopf hoch, Leander. Üb weiter. Dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Okay, haben wir eine Nebenquest abgeschlossen. So, jetzt aber zum Unterricht. Oh, Level 16. Auf zum tierischen Unterricht. Wir sind schon spät dran. Vielleicht kriegen wir da endlich mal den Hippogreif. Können wir eigentlich Greif fliegen? Das wäre fantastisch. Einfach mal ein bisschen auf den Steinboden gelegt.